Ich habe so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich für dich mal vorbereitet habe, die ich dir sehr gerne so ein bisschen um deinen Mund schmieren möchte. Und das sind so ein, zwei Kleinigkeiten, wo vielleicht der eine oder andere drauf gewartet hat. Moinsen, Freunde der Sonne. Heute gibt's mal wieder sowas wie ein kleines Update-Video mit ein paar Infos für dich da draußen. Denn in nicht allzu langer Zeit wird hier was ziemlich Großes passieren. Denn ab 1.8. werden wir den Multistream anmachen. Aktuell ist es so, dass wir planen, dass der Stream, der normalerweise nur auf Twitch stattfindet, auf allen anderen Plattformen auch zu streamen. Was für euch jetzt hier bedeutet bei YouTube, dass ihr ab dem 1.8. täglich von Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr den Stream verfolgen könnt, hier auf YouTube. Was schon mal sehr schön ist, denn ein, zwei Leute von euch da draußen haben mir immer das Feedback gegeben, ja, ich würde gerne deine Streams gucken, aber irgendwie Twitch ist nicht so mein Ding, damit komme ich nicht so klar. Schöne Grüße gehen raus an den Linsenbrudi da draußen, denn der war auch so ein bisschen eine treibende Kraft dafür, mir mal so ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Und so habe ich mich jetzt mit Paul hingesetzt und wir haben uns ein paar Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir ein bisschen Input von Alec geholt, von Kylan, meinen Moderatoren. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, das für euch umzusetzen. Warum jetzt genau der 1.8.? Naja, wir brauchen so ein bisschen Vorlaufzeit. Bedeutet, wir müssen noch ein, zwei Dinge vorbereiten und schicki machen und lucky machen. Wie zum Beispiel für euch da draußen, wenn ihr Kanalmitglieder sein solltet, dass ihr eure Badges bekommt und auch eure Icons bzw. Emotes, die ihr dann in den Chat reinballern könnt. Die sollen am 1.8. für euch fertig sein. Und dann könnt ihr die gleich mitbenutzen. Des Weiteren muss ich logistisch noch ein paar Sachen vorbereiten, was nicht von jetzt auf gleich und zwischen Tür und Angel passiert. Ich habe hier einen neuen Streaming-Rechner stehen, der möchte vorbereitet werden. Ich muss das mit den ganzen Chats vorbereiten, dass ich euch auch lesen kann. Weil ich will ja nicht, dass ihr bei YouTube nachher reinchattet beispielsweise und ich kann das nicht lesen. Und deswegen lassen wir uns ein bisschen Zeit und das passiert ab 1.8. Und am 1.8. passiert dann auch gleich noch so eine andere Kleinigkeit. Schöne Grüße gehen raus an meinen Moderator Dead_Alex. Seit vielen, vielen Monaten liegt er mir im Ohr und hat mich immer so ein bisschen in eine gewisse Richtung navigiert oder versucht, mich in so eine Richtung zu schieben. Wofür ich Alex immer sehr dankbar bin, möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen und meinen Dank an meine Moderatoren aussprechen und auch den engeren Kreis, der so um mich rum ist, der sehr viel mit mir spricht, mir sehr viel Input, sehr viel Feedback gibt, womit das Ganze hier wächst und gedeiht. Aber was war jetzt Alex seine Idee, um nochmal zurückzukommen? Am 1.8. gibt es dann auch gleich einen Sabaton. Ich habe das noch nie gemacht und kann jetzt auch nicht wirklich was Negatives dazu sagen, weil ich das halt einfach noch nie gemacht habe. Habe mich davor eigentlich immer so ein bisschen gewehrt. Aber irgendwie möchte ich das mal ausprobieren, um wirklich sagen zu können, nee, ist nichts für mich oder puh, ist ja eigentlich doch ziemlich geil. Das bedeutet auch, dass wir da ein, zwei Sachen vorbereiten müssen, weil wir werden in dem Sabaton nicht nur die ganze Zeit Rennen fahren oder NASCAR fahren oder Le Mans Ultimate, sondern wir machen auch noch ein bisschen ein paar andere Sachen und das soll ja auch unterhaltsam sein für euch. Deswegen wir das Ganze auch noch ein bisschen weiter nach hinten geschoben haben auf dem 1.8., dass wir uns noch mehr und besser darauf vorbereiten können. Ich bin sehr gespannt, wie lange das geht. Meine eigene Schätzung wird immer so ein bisschen belächelt, wenn ich das sage. Mal gucken. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da auf mich zukommt und was da draus wird. Mit dem Multistream bzw. den Sabaton bzw. den Änderungen, die da so kommen werden, gibt es eine kleine Änderung für euch, die gar nicht mal so unwichtig ist. Die Videos kommen ja jetzt normalerweise um 16 Uhr raus. Von Montag bis Sonntag, also täglich. Das Ganze werden wir um 2 Stunden nach vorne schieben. Das heißt, die Videos werden regulär um 14 Uhr rauskommen. Wir ändern nichts am Uploadplan. Das heißt, ihr könnt von 14 Uhr, also ihr könnt täglich ab 14 Uhr euer YouTube-Video gucken. Da wird nichts dran gerüttelt, da wird nichts dran geschüttelt. Und das werden wir auch umsetzen und weiterhin so beibehalten. An dieser Stelle möchte ich übrigens mal sagen, dass wir das schon ziemlich viel machen. Paul hat letztens gerade das 400. Video geschnitten, was völlig insane ist, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Und ich habe das heute mal sacken lassen, als ich mir Gedanken gemacht habe, was ich euch in diesem Update-Video erzählen möchte, in welcher Form. Bin ich mal durch mein NAS gegangen, weil ich alle Videos selber abspeichere und da unten auf den Netzwerkspeicher kloppe. Und da muss man wirklich ziemlich lange scrollen, bis man am Ende ist. Und das ist wirklich crazy. Und das hat alles wirklich Spaß gemacht wie Sau. Und an dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Dankeschön an euch da draußen rausschicken. Ich finde es einfach so klasse. Ich hätte niemals in meinem Leben erwartet, dass ich irgendwann das Gefühl habe,
zu Hause angekommen zu sein. Und das möchte ich jetzt nicht so als hohle Phrase einfach so abdreschen und sagen so, ja, das sage ich jetzt, damit ihr so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert bekommt, sondern ich habe am Wochenende mit Hans Olsen und Bulldog auf dem Sommerfest darüber gesprochen und ich muss wirklich sagen, in meinen 12 Jahren, die ich jetzt Content mache, habe ich noch nie in meinem Leben mich so sehr auf Montage gefreut, um Videos aufzunehmen oder an anderen Videos zu arbeiten oder mich mit Menschen zu unterhalten und Feedback einzuholen, was ihr an ja, Erklärungen, Guides, Sonstiges noch braucht, beziehungsweise was für witzige Videos wir angucken sollen. Es ist einfach dieser, über die Jahre hat sich so ein bisschen dieser innere Frieden breit gemacht oder in dem letzten Jahr hat sich so noch mehr dieser innere Frieden breit gemacht und ich denke, ihr da draußen werdet das wahrscheinlich auch in den YouTube-Videos schon etwas ja, festgestellt haben, beziehungsweise gemerkt haben, dass bei mir die absolute Ausgeglichenheit vorhanden ist und ich das total schön finde, für euch Content zu machen, irgendwie zu versuchen, diesen ganzen Haufen von Simracern nicht unter ein Dach zu bekommen, aber irgendwie zu versuchen, sie zu einen, dass wir ja ein großer Haufen sind, der einfach das Hobby frönt. Und dazu habt ihr da draußen wirklich auch sehr viel ja, Beiträge geleistet, indem ihr unglaublich fantastische Kommentare geschrieben habt, euch die Mühe gemacht habt, mir vernünftiges Feedback zu geben, meine Denkweise an vielen Stellen auch zu ändern und zu dem Punkt zu kommen, an dem ich heute bin, dass ich hier stehe an einem Montag und euch das einfach erzählen möchte, wie schön das ist. Und dafür bin ich jedem Einzelnen da draußen dankbar. Nicht nur Paul, der das mit mir macht oder die Moderatoren oder die Zuschauer, sondern jeder da draußen, auch die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Jeder da draußen hat seinen Teil dazu beigetragen, dass diese Reise, die jetzt hier über ein Jahr auf YouTube stattfindet, einfach unglaublich fantastisch ist. Es ist mit einer der schönsten Zeiten, wenn nicht sogar die schönste Zeit, die ich hatte als Content Creator. Ich freue mich sehr auf den 1.8. Ich bin gespannt, was dieses Multi-Streaming beziehungsweise ja doch Experiment, sagen wir jetzt mal, wird. Wie sich das alles entwickeln wird, was sich daraus alles Neues ergibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du da draußen mich auf dieser Reise auch weiterhin begleiten möchtest. An der Stelle möchte ich gleich mal dazu sagen, alle anderen Plattformen werden trotzdem weiterhin so wie immer bespielt werden. Das heißt, du wirst bei Instagram auch immer noch den Content kriegen, den du sonst kriegst. Also von Golfen bis hin zu Sport, Essen oder anderen Schnickschnack, wenn ich auf Reisen bin. Im Discord wird es immer noch dasselbe sein mit der Unterhaltung und Austausch mit anderen Menschen. Auf Twitch ist genau dasselbe wie vorher. Da wird sich auch nicht großartig viel ändern an dieser Stelle. Nur, dass ihr die Möglichkeit habt, auf eurer persönlichen Plattform, die ihr am liebsten habt, den Stream zu konsumieren. Denn die Videos werden immer noch da bleiben. An dieser Stelle zu den Videos möchte ich auch noch eine Kleinigkeit loswerden. Denn es gab jetzt in der Vergangenheit, also auch in der jüngsten Vergangenheit, den ein oder anderen Hinweis, dass es da draußen Menschen gibt, die nicht wissen, dass wir noch andere Kanäle haben, die auch bespielt werden und das sogar recht aktiv. Denn mir hat letztens jemand unter ein YouTube-Video geschrieben, ja, du, das ist ja eigentlich alles ganz schön, was du uns hier erzählst, ne? Aber fährst du eigentlich selber auch Rennen? Irgendwie sehe ich nie Rennen von dir. Und ich habe so innerlich gedacht, oh, fühle ich mich jetzt angegriffen? Also will er mir jetzt sagen, dass ich nicht fahren kann oder weiß er wirklich nicht, dass es den Kanal gibt? Und ich glaube, es gibt Menschen da draußen, die wissen halt wirklich nicht, dass wir einen Racing-Kanal haben, wo ihr ungeschnitten Rennen gucken könnt, die ich fahre im Stream und die dann bei YouTube auf dem Racing-Kanal anschauen können. Ihr könnt jetzt in die Videobeschreibung gehen, dort sind die Kanäle drin oder ihr geht auf die Startseite bzw. die ja, Eingangsseite meines Kanals und dort könnt ihr alle anderen Kanäle auch sehen, auf denen es Videos gibt, wie zum Beispiel der Gaming-Kanal. Dort wird jetzt demnächst mein Sims-Let's Play bzw. Playthrough kommen, was ihr euch anschauen könnt. Also falls ihr auch Interesse haben solltet an anderen Dingen, die ich veranstalte in meinem Livestream, könnt ihr das euch da auch ansehen. Also es gibt schon noch ein bisschen mehr als nur diesen Kanal als kleiner Hinweis. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dieses Video mit einem Daumen hoch oder runter bewerten kannst. Das ist für uns immer Feedback. Beides ist völlig fein. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns mal ja, auf dem Discord sehen könnten oder beziehungsweise im Livestream beziehungsweise auf Instagram. Denn dort bin ich auch sehr aktiv auf allen Kanälen, schreibe auch mit fast jedem, wenn es die Zeit hergibt. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit, dass du dir das Video angesehen hast. Wünsche dir einen fantastischen Tag und sag ciao, Kakao.